Hallo Freunde, ja, heute haben wir Tag 6 unserer Corona-Quarantäne und ich muss sagen, naja gut, arbeitsreiche Zeit, Corona-Quarantäne, naja, ist jetzt so, ich habe mich auch ein bisschen getäuscht, so in den Garten und so, ich habe eigentlich erst gedacht, das dürfte ich eigentlich gar nicht, das darf ich sehr wohl, extra mal bei den Herren vom Gesundheitsamt nachgefragt. Das ist also gar kein Problem. Und so ist es eigentlich eine arbeitsreiche Zeit geworden für mich. Jetzt, naja, wie gesagt, Holz haben wir gesägt. Kompost habe ich gestern umgeschichtet. Und, naja, wartet einiges auf mich. Naja, jetzt nehme ich halt alles auf einmal dran, so Sachen, wo man zu kurz kommen. Außerhalb der Zeit. So ist es halt eben. Aber obwohl ich jetzt so viel zu tun habe und so viel machen kann hier, ich sage es euch ganz ehrlich, frei finde ich mich, fühle ich mich trotzdem nicht. Und frei sein ist auch was anderes. Quasi meine Grundstücksgrenze darf ich nicht verlassen, darf auch nur in den Garten, wenn unsere Mitbewohner von dem Haus nicht im Garten sind. Muss ich immer aufpassen. Ja, wir haben oben im zweiten Stock noch, habe ich zwei Mieter drin und wenn die gerade im Garten sind, darf ich nicht in den Garten. Na, immer großen Abstand halten von allen. Ja, Waschmaschinenmonteur war da. So, wir haben den Keller aufgeschlossen, damit er rein kann. Und ja, wir haben über das Telefon dann kommuniziert. Bin gar nicht in den Keller runter, erst wo er wieder weg war. Und so muss man sich halt zu helfen wissen. Aber na, ich muss euch sagen, schön ist was anderes und es ist auch nicht die einfachste Situation. Aber wir beißen uns einfach jetzt mal durch. Ja, wenn ihr den Kerl da hinter mir sieht, ist mein Mammutbaum. Naja, der macht mir jetzt so richtig Freude. Zum drunter sitzen ist es noch lange keine Zeit. Ja, war ein bisschen zu klein. Schattenspender ist es auch noch kein großer. Aber es wird auch werden. Ja, okay, Freunde. Also, was ich euch sagen muss, wirklich, im Großen und Ganzen muss ich eigentlich zufrieden sein. Ich bin ja nur Kontaktperson zu einem Corona-Infizierten, Corona-Erkrankten. Und ja, ich habe keinerlei Symptome und ja, mir geht's gut. Die Nase läuft ein bisschen. Das hat aber nichts mit Corona zu tun. Die Erkältung hatte ich schon vorher und kuriere sie mich einfach nicht aus. Ja, und jetzt momentan, ne, mache ich dies und das und jenes und da komme ich jetzt auch wieder nicht dazu, um die Erkältung auszukurieren. Denkt man, man hat so viel Zeit und denkt man auch, man könnte sich jetzt einfach mal die Beine hochlegen, aber ja, ich mache das dann doch nicht. Ne? Ja, aber im Großen und Ganzen, so wie es jetzt ist, was ich eigentlich sagen wollte, ich stehe eigentlich immer noch so da, weil, ja, angenommenerweise, ich hätte mein Häuschen nicht und meinen eigenen Garten nicht, dann wäre ich wirklich eingesperrt wie ein Tier. Das bin ich jetzt so in der jetzigen Situation wirklich nicht. Ja, da kann ich eigentlich noch zufrieden sein. Ja, frei bin ich nicht. Mag sein, frei bin ich nicht, aber nicht eingesperrt. Ich habe meinen Garten, Einkauf und so weiter und so fort. Da muss ich sagen, ja, ich habe Gott sei Dank nette Nachbarn und auch Freunde, auf die ich mich verlassen kann. Aber ja, ja, ihr wisst selber, wie es ist, wenn man das alles selber gemacht hat und alles selber getan hat. Und jetzt heißt dann von jetzt auf jetzt, das darfst du nicht mehr, das Grundstück nicht mehr verlassen und. Na, da kann eigentlich schon mal die Hutschnur reißen. Ja. Was ich halt immer noch nicht ganz verstehe, ist ja, ihr wisst ja jetzt von mir, dass ich auch negativ getestet worden bin, Michi auch. Warum? Warum? Warum das Ganze noch? Das verstehe ich nicht. Ja?
Und ehrlich gesagt, darin finde ich halt einfach, das ist also wirklich schon Schikane vom Gesundheitsamt. Schöne Grüße, ihr Leute vom Gesundheitsamt, wenn ihr das hört. Die Leute schikanieren, das könnt ihr offenbar sehr gut. Ne? Aber im Großen und Ganzen, ich kann noch zufrieden sein, noch so wie es ist. Am Montag muss ich nochmal zum Test und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Aber eben, ich kenne diese Vögel und da dieses Thema Corona auch sehr viel mit Politik zu tun hat, muss ich einfach mal jetzt einfach auch mal mit den Schlimmsten rechnen. Naja, ich glaube, heute lasse ich es mir einfach mal ja, gut gehen. Einfach mal ein wenig weniger. Eben, wie gesagt, gestern den Kompost umgeschichtet. Brennholz haben wir auch schon gesägt. Siebau-Container, ja, so unseren Baucontainer haben wir auch, ja, mal ein wenig aufgeräumt. War bitter notwendig. Den ganzen Sommer, Winter über wurde nur reingestellt und reingestellt und reingestellt, aber nichts rausgestellt und nichts entsorgt. Jetzt haben wir halt einen großen Müllhaufen an der Garage liegen, aber ja, gut, darum kümmere ich mich dann. Nach dieser Zeit. Heute werde ich sagen, ich genieße einfach mal hier. Ja, ihr wisst ja, was ich am liebsten trinke. Ein kühles Paulaner Spezi mit euch zusammen. Zum Wohl, sage ich mal. Und dann gucke ich mal, was der heutige Tag noch bringt. Naja, so verstreicht der eine Tag nach dem anderen und aber im Großen und Ganzen, ja, eben die Personen, ja, mit denen ich Kontakt hatte, von denen weiß ich, dass er in einer kleinen Mietswohnung wohnt. Der ist jetzt nicht in Quarantäne, nein, der ist in Isolation. Und ja, häusliche Isolation, ich bin häuslicher Quarantäne. Und wenn ich mit ihm telefoniere, also da muss ich echt sagen, der hat es schon viel, viel übler wie ich. Ich habe mein Haus, ich habe meinen Hof, meinen Garten ringsrum. Und dadurch, ja, kann ich mich doch noch ein bisschen austoben. Unten im Keller meine kleine Drechslerei. Und ja, so im Großen und Ganzen. Ich nehme es jetzt locker, auch wenn es eine Frechheit ist, was der Staat damit uns macht. Ich habe halt das Glück, dass ich das jetzt hier alles habe, aber eben, wenn ich nur an die Personen denke, mit denen ich Kontakt hatte, ja, da stellt sich schon das Nackenhaar. Von morgens früh bis abends spät alleine in einem Zimmer, so um die 20 Quadratmeter. 20 Quadratmeter möchte ich behaupten, das ist ein Wohnklo. Ja, das ist keine Wohnung, das ist ein Wohnklo. Kann man nicht anders sagen. Ja, also wie gesagt, ja, habe mich einfach so mal wieder gemeldet bei euch. Auch durch, ja, braucht keine Sorge machen um mich. Mir geht's gut. Und also, ja, die Nachricht Corona ist oftmals das Schlimmste, was man hören kann über Freunde und so weiter und so fort. Oder wenn es einen gar selber erwischt, weil Corona hat halt mittlerweile auch schon einen, ja, mörderischen Ruf. Diesen mörderischen Ruf trägt Corona allerdings auch, ja, nicht ganz begründet. Es ist nicht immer mörderisch, ja. Bei uns, ich muss sagen, froh sein, es war nur ein Verdacht, der sich nicht bestätigt hat. Ja, ich werde dann auch wieder hier ans Ende von diesem Video kommen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Wenn euch dieses kurze Video gefallen hat, dann Daumen nach oben, würde mich immer freuen. Schreibt mir ruhig was unten in die Kommentare, was Nettes oder was nicht Nettes, könnt ihr euch selber aussuchen, wie gesagt. Und ja, dann macht's gut, bleibt gesund, passt gut auf euch auf
Ja, ich will euch noch viele Videos zeigen. Ja. Und bis bald mal wieder. Ciao. Bis demnächst.